Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shovel Knight und wir gehen jetzt in den Shrubble Pond. Keine Ahnung, was das ist, aber... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich hab den Karpfenkönig. Was soll denn das für ein Ding darstellen? Kann ich mit dem reden? Ach, tatsächlich. Wer hat mich aufgeweckt? Sterblicher. Wie kannst du es wagen? Also... brauchst du etwas? Ja, ich brauche etwas. Ich spüre ein... Ich weiß nicht, was Tupel heißt und Chalice auch nicht. Ein Tupel, Chalice. Ich kann es mit magischem Ichor füllen. Das ist, wird ausgesprochen als Augenkern. Wähle es weise. So, refills all health and magic, becomes invisible for 10 seconds, absorbs nearby treasures for 60 seconds. Ah, okay, ich kann jetzt eines reinfüllen und das kann ich dann einmal einsetzen, oder wie? Nehmen wir das, ich glaube, das macht am meisten Sinn. Subjekt! Subjekte. Ein neuer Teilnehmer ist uns zugestoßen. Die Zeremonie soll beginnen. Oh, wie süß. Oh, wie freudig er reinschaut. Es ist wunderschön. Wie er sich freut, ist das Beste. Ach ja, ich könnte heulen. Oh Gott. Das ist doch schöner als der Tanz von einer Frau. Ich glaube, hier gehe ich öfter her was kaufen. Und so eine schöne Parade. Das war alles. Fahre wohl, Schaufelritter, geschaufelter Ritter. Komm zurück, wenn du wieder etwas brauchst. Ja, okay. Oh, das war jetzt wunderschön. Oh, da kommen mir fast die Tränen bei sowas. Das war einfach zu schön. Forest of Facing. Interessant. Warte mal kurz, wir haben jetzt drinnen das. Ich will mal das probieren. Ein Einwohner. Yikes! Stacheln! Wenn ich mich doch nur wegphasen könnte, damit ich sicher bin, könnte da durchgehen und so viele Schätze bekommen. Okay, dann wechseln wir jetzt mal ganz dezent wieder zurück zu dem. Oh Gott! Fast die Steuerung vergessen. Und was war da drin? Wow! Ach so, da geht's weiter. Gut, dann habe ich jetzt den ganzen halben Schatz liegen lassen. Gut. Schnell. Nein. Boah. Der war fies. Nein. Eieiei, Karamba. Das war dann doch ein bisschen zu kurz, leider. Aber schön, dass man hier überall Mana kriegt. Man muss ja sein, wenn man hier so durchkommen will. Nein! Boah! Ich hasse den Blob. Ich hasse den Blob wirklich. Oh, meine ganzen Schätze sind wieder weg. Und zumindest ein Teil davon. Ist schon schlimm genug. Warte mal, kommt der jetzt her? Jetzt kommt er. So. Steht zuerst mal in den Tod. Reden wir weiter, Freundchen. Oh, sogar noch den Schatz bekommen. Wer ist der Boss? Gut, okay. Boah, ist das fies hier. Gott sei Dank kann man das in der Luft auch machen. Nein! Oh! Oh Gott! Oh Gott!
Schnell! Eieiei! Boah, ich hab so Angst hier. Solcher Panischangst. Oh Gott. Ich glaube. Kann ich das mal kurz testen? Okay, ich kann es direkt nochmal einsetzen, wenn ich schon drin bin. Kann man das stapeln? Vorsichtig vorgehen. Hahaha. Oh, ich bin so geskillt. Boah. Könnte auch schief gehen. So ungefähr. Oh. Ich will jetzt aber ganz durch. Oh, das war sehr gut. Erstmal unten einsetzen, wo es mir noch nichts bringt. So. Erstmal den Schleim hier auf mich geil machen. Ja, ja, komm, ja, komm, ja, komm. Ja, feiner Kerl, feiner Kerl. Oh, schade. Ich darf nicht vergessen, dass man das auch noch im Sprung dann einsetzen kann, wenn man es schon eingesetzt hat. So ungefähr. Ah, boah. Der Sprung ist fies. Da brauche ich es nicht. So, direkt nochmal einsetzen. Oh, da ist was. Doch nicht. Sah so brüchig aus. Ach ja, stimmt. Dachte ich mir gerade, wie kann ich das machen, ohne die Stacheln zu berühren, aber... Dann ist mir wieder eingefallen, ich mache das ja... Das ganze Level ohne die Stacheln zu berühren. Verrückt! Eine verrückte Welt. War's das? Oh, das war's. Praktisch. Das war der Wald des Fasings. Die Vieh Treasure Knight, okay? Dann komme ich dahin oder ich gehe da oben rum. Ich gehe da oben rum. Grab dich ein. Let's go. Wenn ich mich recht erinnere, dann brennen die hinter mir, genau. Das heißt. Wupp. Immer schön den langen Weg gehen. Er wird mir. Oh, das war jetzt fast ein billiger Fehler. Zack. Aber nur fast. Okay. Was ist das, eine Explosivratte? Ja, what the fuck. Verrücktes Spiel. Man lernt eben nie aus. Denkt mal, man kennt das Spiel und dann explodiert eine Ratte vor ihm. Das war jetzt natürlich ganz elegant. Ah, nein. Ich will die Blöcke da haben. Genau deswegen. Das hat man irgendwie gesehen, aber ich komme nicht mehr ran. Können die Blöcke wieder zurück, wenn man hier? Ah! Ich hasse dich, du Mistigen. Komm, irgendwie am letzten Zentimeter. Außer ich kann die Ratte vielleicht irgendwie hierher locken, dass ich da drauf springe. Anders geht's eh nicht mehr. Aha, nein. Oh, das regt mich jetzt schon irgendwie auf. Kann ich da nicht irgendwie... Geht jetzt nochmal raus, okay? Ist jetzt ein bisschen blöd vielleicht, aber ich... Stört mich, wenn ich weiß, wo die Truhe ist und nicht rankomme. Ist einfach so ein Gefühl der Hilflosigkeit, dem ich hingehen will. Und da kann ich endlich mal schauen, ob man das, ob das Gold wiederkommt, wenn man auf die Map zurückgeht. Na, ganz toll. Erstmal Fehler machen. Erstmal Fehler machen hier. Mensch. Oh! Ich sollte mir das abgewöhnen.
So. Geht doch. Sind wir so gefährlich. Aber nicht für mich. Ich bin nämlich der Schaufritter und ich habe eine Schaufel. So, und jetzt ganz vorsichtig. Oh, perfekt. Oh, perfekt. Die Musik ist richtig cool hier in dem Level. Ich glaube, wenn ich richtig liege, ist das die Lieblingsmusik in dem Spiel von Zombie. Wenn ich richtig liege. Kann auch gut sein, dass ich mich täusche. Aber auf jeden Fall ist die Musik cool. Sollte doch wieder das reinpacken. So, du Mistvieh. Hopp. Au. Der hört ja nicht mehr auf. Kann ich mir so... Oh ja. Mal, sah so schön aus. Und dann kommt der daher. Ah. Nein, ich bin nicht schreckhaft. Das ist normal. Ich schrei immer so. Wenn man langweilig ist. Okay. Einsammeln. Wupp. Ah. Der ist fies. Ah, jetzt kann ich was zeigen. Jetzt kann ich was zeigen. Ich verwirrt gerade die Ratte ein bisschen, die hier immer rumrutscht. Hier, wo man nämlich am Abgrund sieht, dass es so schön glitzert, kann man angeln gehen. Ich muss irgendwas drücken. Ein dicker Fisch. Es stört mich jetzt richtig, dass ich nicht früher gemerkt habe, dass man die Angel kaufen kann. Weil ich bestimmt in ein paar Leveln schon was übersehen habe. Diesbezüglich. Ja, es stört mich. Aber kann man das machen? Kann ich ja privat irgendwann nochmal in so alte Welten zurückgehen, aber. Au! Vorerst. Ich bin wirklich ein bisschen zu blöd für die Ratten, oder? Aber die springen auch so böse. Muss man dazu sagen. Essen. Ja, perfekt. So, und da ist doch ganz bestimmt jetzt ein Secret-Weg. Ja, schön. Bevor wir da jetzt aber hingehen, packe ich wieder den aus. Der ist hier doch ein bisschen... praktisch. Ah, der fällt doch aus der Welt raus. Und jetzt gerade nicht sicher, ob die Plattform da oben im Kreis geht oder aus der Welt raus wird. Sie fällt aus der Welt raus. Wenigstens ist der Rückweg praktisch. Und weg. Haben wir jetzt eine Seite bekommen? Mein Gedächtnis ist nicht das Beste. Ab und zu. So. Oh. Der wirft irgendwas Explosives. Und will nicht, dass ich den Stein hier bekomme. Aber nicht mit mir, Freundchen. Ist da irgendwas in der Wand? Nö. Kann man eigentlich alles wegkramen, oder? Ist jetzt auch nichts Geheimes oder so? Sieht alles ganz normal aus. Hier auch nichts drin. Da auch nichts drin, okay. Ja, what the fuck. Das ist crazy. Ja. Ist jetzt im Topf drinnen liegt. Den hole ich jetzt bestimmt nicht raus. Achso. Okay. Wenn man den so kriegt, dann ist natürlich was anderes. Oh, da ist ein Stachel. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Ich habe Angst, dass ich jetzt zerquetscht werde. Nein, das war jetzt... bisschen unpraktisch. Spring mal hoch. Danke. Boah, da wird der aggressiv, wenn man neben der kommt. Kann man da oben drüber?